Musik ist meine große Liebe. Musik ist meine erste Liebe, meine große und manchmal war es die einzige Liebe. Und es ist vor allen Dingen in meinem Leben immer eine Konstante gewesen. Und das hat sich auch die letzten Monate für mich wieder rauskristallisiert, dass das einfach mir Kraft gibt, dass die Musik, die Bühne mir das wiedergibt, was mir manchmal vielleicht an anderen Orten fehlt, nämlich Wärme, Gefühl. Die Musik nimmt mich in den Arm und lässt mich auch mal traurig sein, lässt mich glücklich sein und ist einfach immer da und lügt nie. Die Vorfreude auf die anstehende Tournee ist natürlich wahnsinnig groß. Es ist toll, hier umgeben zu sein von meinen Tänzern, von meiner Band und das Bühnengefühl wieder zu spüren, wie es ist, auf der Bühne zu stehen, zu singen, Musik zu machen, an meiner Show zu arbeiten. Das ist das, wofür ich lebe. Es ist wunderschön. Die ersten Monate des Jahres sind immer so ein bisschen grau und düster und es ist schön, jetzt einfach dieses Ziel zu haben, zu wissen, hey, ich bin jetzt 1,5 Monate unterwegs, ich weiß genau irgendwie, wie mein Tagesablauf ist, meine Kids sind um mich rum, meine Familie kommt mich besuchen und ich darf jeden Abend in mein Wohnzimmer meine Fans sehen, meinen Fans endlich wieder was zurückgeben. Ja, ich war jetzt so viel unterwegs und trotzdem habe ich meine Fans irgendwie kaum gespürt, gesehen. Ich hab nicht Musik gemacht, ich war irgendwie immer nur, keine Ahnung, sehr mit mir selber beschäftigt sicherlich und mit der Situation. Aber jetzt geht's nach vorne und ich freue mich auf das neue Jahr. Die Musik und meine Kinder sind wirklich das Schönste, was mir je passiert ist in meinem Leben. Meine Kinder, die erlauben mir gar nicht, mich fallen oder hängen zu lassen oder durchhängen zu lassen, sondern wenn Zauber mich in die Arme nimmt und mein Gesicht festhält und sagt, Mama, ich liebe dich oder schön, bist du wiedergekommen, bist du wieder da. Dann ist es einfach so völlig, alles völlig klar. Völlig klar, dass ich hier bin, dass ich hier sein muss und dass ich jetzt nicht die Zeit habe, in irgendein Loch zu fallen oder mich gehen zu lassen oder im Selbstmitleid zu ertrinken. Natürlich waren die letzten Monate anstrengend, aber wie gesagt, ich habe jetzt ein Ziel, meine Tournee ist mein großes Ziel und ich bin sehr, sehr froh, dass ich mich dazu entschlossen habe, diese Tournee auch zu diesem Zeitpunkt zu machen, weil es mir wahnsinnig Kraft gibt und weil ich endlich wieder das tun kann, was ich liebe, nämlich Musik und ja. Show, auf die Bühne gehen. Unser Verhältnis ist wunderbar. Wir sind uns einig, was die Kinder angeht. Und ja, mehr gibt es dazu eigentlich zu sagen. Marc macht sein Ding. Ich bin jetzt nicht so ständig informiert, was er macht, aber das Wichtigste ist, dass er eben im Leben der Kinder eine Rolle spielt und wir sind auf einem guten Weg, das gut hinzukriegen, dass er eine Regelmäßigkeit reinkommt, hoffe ich. Das ist euch auch sehr wichtig, ne? Oder dir zumindest? Das ist mir sehr wichtig, ja. Natürlich.